Süße Weihnachtsköstlichkeiten, die bekommen nicht nur die Dresdner bei Vadossi in Radebeul. Denn bereits seit 1923 ist hier der Firmensitz von Vadossi sowie Nudossi zu finden. Somit hat auch in der Weihnachtszeit der feine Genuss hier seine idyllische Heimat. Für das Unternehmen in Radebeul ist die schönste Zeit im Jahr gleichzeitig die zweite Saison in Sachen Produktion. Außer Nugget, der ja bekanntlich im Prinzip ein Produkt fürs ganze Jahr ist, ist für Vadossi die Weihnachtszeit die Zeit der Dresdner Christstollen, der Stollenkonfekte, der Weihnachtsgebäcke und ja, allem, was sich um Weihnachten dreht, halt im Süßwarenbereich. Start für die Weihnachtsbäckerei ist für Vadossi jedoch schon im Juli. Denn schon im August verlassen die ersten der köstlichen Backwaren das Werk. Ab September sind sie dann im Supermarktregal zu finden. Oder auch im eigenen Werksverkauf direkt in Radebeul. Hier finden die Kunden das komplette Sortiment nicht nur an Nudossi-Produkten. Wer Weihnachtsgebäck sucht, für sich selbst oder zum Verschenken, der wird hier garantiert fündig. Wir haben ja das komplette Sortiment an Dresdner Christstollen, an Stollenkonfekten, an Gebäcken, an verschiedenen, aber trotzdem Dresdner Christstollen und Stollenkonfekte sind eigentlich die Hauptartikel. Probieren kann man dann die Köstlichkeiten natürlich auch direkt vor Ort. Gerade in der Weihnachtszeit ist das besonders schön, denn Vadossi hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben einen Weihnachtsmärchencafé installiert und aufgebaut, was ich hoffe gut angenommen wird. Die Leute sollen einfach herkommen, sich das anschauen. Zu finden ist Vadossi mit seinen Weihnachtsköstlichkeiten, aber auch auf den Dresdner Weihnachtsmärkten, so unter anderem auf dem Striezelmarkt und der neuen Weihnachtswelt auf der Kockerwiese. Vadossi, damit Weihnachten zu einem rundum gelungenen Fest wird.